Ja, die Serie Death Row Exonerees ist ja eigentlich sehr erschreckend, traurig, furchtbar. Hier beschäftigt sich Martin Schöller mit ursprünglich zum Tode verurteilten Todeszelleninsassen, die aufgrund von unterschiedlichsten Ereignissen, Geständnissen von tatsächlichen Tätern wieder freigesprochen wurden. Teilweise nach ja, 28 Jahren, manche nach 5 Jahren. Und er hat diese Menschen kennengelernt über eine Organisation in Amerika, die heißt Witness to Innocence, die sich um solche Menschen kümmert, die natürlich dann gebrochen, verzweifelt, depressiv oft aus dieser Haft dann wieder ins Leben entlassen werden. Und hat die Menschen getroffen, die eben auf Martin Schöllers eigene Weise auch wieder fotografiert. Man sieht hier ja, die Bilder von ihnen, die aber eigentlich hier in unserer Videoinstallation dann gezeigt werden. Der hat die Menschen eben nicht nur fotografiert, er hat sie zwar so aufgenommen, aber er hat sie auch gefilmt, und aus dem Off erzählen sie jeweils ihre Geschichte, ihre Gefühle, ihre Lebensgeschichte und ihren Leidensweg im Grunde. Und man kann sie dabei betrachten, wie sie eben, wie sich in ihrem Gesicht, ohne dass sie es großartig bewegen, diese Emotionen eigentlich spiegeln. Hier werden dann immer, ja, kommen sie zu Wort, werden Statements von ihnen sind da abgedruckt und eben auch jeweils angegeben, wie lange sie unschuldig im Gefängnis saßen, wie viele Jahre davon in der Todeszelle verbracht haben, jeden Tag damit gerechnet haben, hingerichtet zu werden. Und ja, er weist eben hier ganz klar darauf hin, dass es ein System ist, eine, wie er sagt, fehlgeleitete Gesetzgebung, Gesetzessystem, das dringend überarbeitet werden müsste, ja, indem er hier quasi diesem Gesetz Gesichter gibt. Teilweise sind die, ja, er hat dazu einzelne Geschichten erzählt, sind die kamen eben raus, dass sie unschuldig sind, weil sich dann doch Täter gemeldet haben, teilweise auf dem Sterbebett, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben mit ihrer eigenen Schuld. Einer war sogar im gleichen Gefängnis wie der Täter, der eigentlich sein Verbrechen auch begangen hat und wegen einer anderen Tat eingebuchtet war, die wesentlich weniger schlimm war, der irgendwann am Ende dann wohl auch gestanden hat. Ja, dann waren die ja, wie gesagt, teilweise über 20 Jahre im Gefängnis, zu einer Zeit inhaftiert, in der bestimmte Untersuchungen eben noch nicht gemacht wurden oder dem auch gar nicht groß nachgegangen wurde, auch aufgrund von Vorurteilen und Rassismus. Und ja, was man vielleicht dazu sagen kann, ist, dass in Martin Schöllers Werk das eben schon immer wieder auftaucht, dass er sich sozialen Randgruppen widmet, ja, dass er sich mit Menschen beschäftigt, die eben ganz unten stehen und in unserer Hierarchie, in unserer westlichen genauso, und die gleichbedeutend behandelt, vor allem also auch gleich fotografiert eben wie irgendwelche prominenten Celebrities, Schauspieler und Politiker. Das sieht man ja auch in seinen anderen Serien. Ich denke, das wirklich Entscheidende an dieser Serie ist, wie du vorher schon sagtest, dass man Gesichter hat zu Geschichten, von denen man vielleicht schon gehört hat, von der Situation, das ist ja ein so gesehen offenes Geheimnis. Das ist ja, man kann davon wissen, das ist, wie er ja selber auch schreibt, seit 27 Jahren. Ist er in den USA und seit vielen Jahren versuchen Ehemalige dafür zu sorgen, dass generell die Todesstrafe abgeschafft wird, was ja auch, sagen wir, zumindest für mich aus dem, wie ich die Welt sehe und aus dem humanistischen Ansatz, eine große Frage ist,
warum das nicht schon lange geschehen ist. Und ich finde das tatsächlich, wenn ich mir jetzt diese einzelnen Gesichter angucke, bekommt das eine andere Dringlichkeit, als wenn ich davon nur lese. Und das würde ich sagen, ist das, was diese Serie extrem auszeichnet, dass es eine Sichtbarkeit gibt für Menschen, die einen Großteil ihres Lebens nicht sichtbar waren, aus den unterschiedlichsten Gründen.